wieder herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Themenabends Kommunismus. Habe denselben Text. Nee, es ist halt wie bei Arte hier, nur in albern einfach. Ja, es ist Fidel ist tot, wir müssen was schreiben. Nee, Fidel Castro ist tatsächlich nicht schuld an meinem Text, sondern Didier Eribon, der französische Soziologe, der dieses Buch Rückkehr nach Reims geschrieben hat, wo er darüber erzählt, wie er in einer nordfranzösisch-kommunistisch geprägten Arbeiterschicht groß geworden ist und so sehr klug erklärt, warum in diesem Milieu der FN, also der Front National, gerade so abräumt. Ein sehr, sehr gutes Buch, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich habe eine sehr schöne, aber sehr schwierige Veranstaltung mit ihm. Er hat da gelesen. Das Problem war, es war auf Französisch. Und es gab nicht genug Kopfhörer. Ich habe mich einfach an die Theke gestellt, Bier getrunken. Aber ich habe ja 2 Jahre lang in der Schule gelernt, wie man französische Kenntnisse vortäuscht. Man nickt einfach ständig und lacht auch mal beherzt an Stellen, wo sonst keiner lacht, um einfach zu deutlich zu machen, dass man auch die Feinheiten versteht. Das hat sie genau und so kleine Oh lala! Dann ist aber einem schlecht geworden, weil es sehr voll war. Und dann habe ich doch so einen Kopfhörer gekriegt. Das war ein sehr schönes Buch. Und dann habe ich auch verstanden, worum es ging. Das war, ich dachte, es wäre Comedy. Ja, es war sehr schön und es war wahnsinnig erfolgreich. Es war knallevoll da und das Buch ist in 25 Sprachen jetzt übersetzt worden. Und da dachte ich, oh, geil, das schaffe ich auch. Und da habe ich mal so nachgedacht. Also ich habe dann hier so ein kleines Manuskript verfasst. Rückkehr nach Rhein-Breitbach. Da bin ich halt aufgewachsen, Anfang der 80er so. Das Problem ist, in rheinischen Käffern gibt es jetzt kaum Kommunisten. Das hatten wir damals nicht. Wir hatten ja nicht mal Ausländer. Doch 2, die waren nett. Es gab einen Kommunisten, das war Wolfgang Ernesto Bräuninger Limscheid. Und sogar den musste ich erfinden, ehrlich gesagt. Der ist 8. Und heißt Wolfgang nach seinem Opa und Ernesto natürlich nach Ernesto Che Guevara. Weil Ernesto mit seinen Eltern auf einer Versammlung über Kuba war, müssen wir heute Maximo-Lieder und revolutionäre Volksmassen spielen. Ernesto will nämlich unser politisches Bewusstsein schärfen, hat er gesagt. Aber das ist Quatsch. Er will uns bloß wieder anschnorren. Nach der letzten Versammlung sollten wir unser Taschengeld für eine Waffenlieferung nach El Salvador spenden, aber am Ende hat es bloß für eine Knallplättchenpistole aus dem Zeitschriftengeladen gereicht, die garantiert nicht in El Salvador angekommen ist. Das weiß ich ganz genau, weil wir damit neulich noch Volksaufstand gespielt haben, bis uns Ernestos Mutter die Pistole abgenommen hat, weil er als Kommunist kein Kriegsspielzeug haben darf. Offenbar darf er nur echte Waffen haben. Mit denen haben Ernestos Eltern offenbar kein Problem. Sie haben bloß, genau wie wir, zu wenig Geld dafür. Deswegen sammeln sie ja ständig. Die Idee finde ich aber gut und habe meiner Oma in den Weihnachtsbrief geschrieben: Liebe Oma, bitte schenke mir doch kein Schlumpf-Pyjama, sondern 1000 Mark. Ich möchte mir Waffen kaufen. Aber dann habe ich doch nur Socken bekommen und da waren nicht mal Schlümpfe drauf. Bei Ernestos Eltern klappt es auch nicht so mit den Waffen, denn obwohl wir bei ihnen ständig heimlich den Keller durchwühlen, haben wir noch nie etwas gefunden, nicht mal das kleinste Maschinengewehr. Wahrscheinlich sind die längst bei den Sandinisten, sagt Ernesto, weil das seine Lieblingsrevolutionäre sind. Trotzdem soll er erstmal die Grundschule fertig machen, bevor er sich da anmelden darf, sagen seine Eltern. Sandinisten sind wie Ferienfreizeiten, hat Ernesto erklärt, bloß mit echten Pistolen in Südamerika statt mit Stöckerpistolen in der Eifel. Natürlich wollte ich mich auch gleich anmelden, aber meine Eltern haben gesagt, das geht nicht. Vermutlich kann man nicht gleichzeitig evangelisch und sandinistisch sein. Außerdem kann ich woanders schlecht einschlafen, wenn ich meinen Hasen nicht dabei habe. Und ich weiß nicht, ob im Bürgerkrieg Kuscheltiere erlaubt sind. Ernesto hat gesagt, der Revolutionär schläft bloß mit seiner Waffe.
Dabei kann er selber ohne seinen Lenin auch nicht einschlafen. Lenin ist sein Bär, der schon seinem Vater gehört hat und früher Stalin hieß. Aber das war ein Versehen, man darf nicht darüber reden. Meine Eltern sagen, dass Ernestos Eltern gar keine richtigen Kommunisten sein können, weil ihr Garten so gepflegt ist und sie immer höflich grüßen. Außerdem gehören sie zu den besseren Leuten, weil sie an der Universität arbeiten. Dabei finden Ernestos Eltern Fabrikarbeit viel besser, haben sie gesagt. Aber wahrscheinlich kriegen sie einfach keine. Das sieht man ja an meinem Vater. Der sucht auch schon seit Jahren und hat sogar seine Ausbildung. Trotzdem sagen Ernestos Eltern, dass sie stolz darauf sein kann, ein Arbeiterkind zu sein. Und es hat ja auch echt Vorteile. Weil ich Arbeiterkind bin, darf mich Ernesto bei Mensch ärgerlich nicht spielen, nicht einfach so rauswerfen, sondern muss erst seine Eltern um Erlaubnis fragen. Die finden es nämlich gut, wenn ich meinen Klassenstandpunkt vertrete. Allerdings funktioniert das nur im Kommunismus und der ist halt nur bei Ernestos Eltern und hinter dem eisernen Vorhang, wo wir in den Ferien aber nicht hinfahren können, weil wir schon Norderney gebucht haben. Meine Oma hat auch einen eisernen Vorhang, der hängt in der Verandatür und klimpert, wenn man durchgeht. Trotzdem herrscht dort kein Kommunismus. Meine Oma wirkt mich sogar raus, wenn ich schon fast am Ziel bin, obwohl meine Mutter sagt, nun lass den Jungen doch wenigstens einmal gewinnen. Und wenn ich dann noch meinen Klassenstandpunkt erläutere, wird meine Oma wütend und schreit, unterm Führer hätte es das nicht gegeben. Aber das schreit sie eigentlich immer, wenn sie beim Mensch eigentlich nicht das wirklich Dogma verliert. Martins Vater ist derselben Meinung wie meine Oma, meint aber, dass Ernestos Eltern teilweise ganz vernünftige Ansichten haben, auch wenn man sie trotzdem ins Lager sperren muss, weil sie eben Kommunisten sind. Ernestos Eltern behaupten dagegen, dass sie ganz normale Leute sind, aber das ist Quatsch. Normale Leute haben nämlich einen Fernseher. Ernestos Eltern haben aber bloß einen Schallplattenspieler und sehr viele Platten, auf denen Leute zur Gitarre schreien. Die meisten von ihnen klingen wie Pfarrer, bloß lauter. Allerdings kommt Jesus nicht so oft in den Liedern vor. Stattdessen wollen die Sänger ins Morgenrot, aber am Ende des Lieds sind immer alle tot. Wahrscheinlich, weil die Kommunisten einfach keinen anderen Reim auf Morgenrot finden. Neulich habe ich meine Lieblingsplatte mitgebracht, damit wir auch mal was anderes hören können. Aber Ernestos Eltern konnten den Verblendungszusammenhang von Vater Abraham und seinen Schlümpfen nicht gut aushalten. Mir macht der nichts aus, habe ich gesagt, weil ich ein Arbeiterkind bin. Da ist vermutlich was dran, haben Ernestos Eltern geantwortet und wieder ihre Gitarrenschreie aufgelegt. Kommunismus ist also, wenn man kein Fernsehen hat, schreckliche Musik hören muss und seine Eltern mit Vornamen anreden muss. Und das kann eigentlich niemand wollen. Ich war deswegen lange überzeugter Antikommunist, bis meine Eltern gesagt haben, das wollten wir dir auch geraten haben, Freundchen. Und wenn meine Eltern gegen etwas sind, muss an der Sache doch was dran sein. Kommunismus ist, wenn alles allen gehört, behauptet Ernesto. Aber wenn das stimmt, hält er sich selbst kein bisschen daran. Seinen Kettke hat er mir auch erst geschenkt, als ich seine Eltern daran erinnert habe, dass ich das Arbeiterkind bin. Diesmal bin ich aber Maximo Lieder, sage ich deswegen zu Ernesto. Du kannst auch mal Volksmasse sein. Das geht nicht, antwortet Ernesto. Ich bin intellektuelle Avantgarde, weil ich eine Gymnasialempfehlung habe. Die Volksmassen müssen ungebildet sein. Deine Schwester ist ziemlich doof. Die isst sogar Nacktschnecken, sage ich. Dabei kann sie da gar nichts für. Wir hatten die Schnecken in die Vertiefung von diesem goldenen Plastikdings getan, wo man sie von den richtigen Pralinen wirklich schlecht unterscheiden konnte. Da wäre ich vermutlich auch drauf reingefallen. Die ist viel zu klein für eine Volksmasse, stöhnt Ernesto. Das haben wir doch ausprobiert. Das stimmt. Weil Clara erst 3,5 ist, hatte sie überhaupt keine Chance gegen die herrschenden Klassen. Und das ist gegen die Gesetzmäßigkeit der marxistischen Lehre. Da muss man klar auf Parteilinie bleiben, sagt Ernesto. Wir brauchen also jemanden, der möglichst robust ist, aber auch echt blöd. Wir gucken beide Martin an. Weil der mit seinen Noten im Leben keine Gymnasialempfehlung bekommt. Aber der schüttelt den Kopf. Ich bin immer noch herrschende Klasse, sagt Martin. Oder hat hier sonst jemand einen Videorekorder? Da hat er recht. Niemand sonst im Viertel hat einen. Wer einen Bud Spencer-Film sehen will, ob nur im Fernsehen gar keiner gesendet wird, kommt an Martin nicht vorbei und der kassiert dafür ordentlich ab.
Deswegen ist er ein ausbeuterischer Blutsauger und findet das gut. Vampir wollte ich schon immer sein, sagt Martin. Ich wäre auch gern Blutsauger, aber dazu muss man entweder einen Umhang oder Produktionsmittel besitzen. Und da sehe ich schwarz bei mir. Wir können doch wieder Umverteilung spielen, schlage ich vor. Aber Ernesto und Martin winken ab. Das klippt bloß wieder Streit. Neulich haben wir den Inhalt eines Kaugummi-Automaten mit einem Stück Draht in Volkseigentum umgewandelt. Bis dahin hat alles gut geklappt, aber als wir die Kaugummis aufteilen wollten, sind die Klassengegensätze zwischen uns voll aufgebrochen. Weil die herrschende Klasse um ihre Privilegien fürchtete, hatte sie der intellektuellen Avantgarde bei der Umverteilung aus Versehen die Brille zerbrochen, was Ernesto prompt bei seinen Eltern gepetzt hat. Als die beiden endlich wiederkamen, hatte ich schon alle Kaugummis alleine gegessen und wäre beinahe daran gestorben, weil mir sehr schlecht geworden war. Das kommt bloß von deinem dekadenten Abweichlertum, hat Ernesto gesagt, aber interessiert hat uns längst was ganz anderes. Mir war nämlich eingefallen, dass ich mit dem vielen Kaugummi im Bauch im Prinzip dieselben Superkräfte wie Spider-Man haben müsste, nur dass Spider-Man seine Klebefäden aus den Handgelenken schießt und ich, wenn ich das nächste Mal aufs Klo gehe. Du könntest auf den Balkon machen und dann ganz schnell runterspringen, hat Martin vorgeschlagen. Dann könntest du dich an deiner eigenen Kackwurst abseilen, weil die dann ja komplett aus Kaugummi wäre. Das haben wir dann auch ausprobiert. Und ein bisschen so war es wie beim Kommunismus. Die Idee war eigentlich sehr gut. Aber man hätte vorher gründlicher drüber nachdenken müssen. Vielen Dank. Es geht weiter mit